Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Charles Leclerc schied gestern in Runde 29 auf P2 liegend nach einem Fahrfehler aus. Doch vorher bekam er, als er auf Slick-Reifen wechselte, eine Strafe wegen Unsafe Release gegen den in die Box fahrenden Romain Grosjean. Die FIA sprach daraufhin eine Strafe aus. 5000 Euro muss die Scuderia zahlen. Die Stewards begründeten ihre Entscheidung damit, dass der Monegasse im Spitzenwinkel wieder auf die Pitlane fuhr, um die Mechaniker der benachbarten Box auszuweichen. Zu einem leichten Kontakt mit Grosjean kam es dennoch. Nach dem gestrigen Rennen, was nebenbei gesagt eins der besten Rennen der Saison war, wurden beide Alfa Romeo Piloten nachträglich disqualifiziert. Sie hatten gegen Artikel 27.1 des sportlichen Reglements verstoßen. Für all diejenigen von euch, die damit nichts anfangen können und für denjenigen, der mich nachts um 0.24 Uhr auf Instagram damit genervt hat, erkläre ich das mal. In diesem Artikel heißt es, dass die Piloten alleine und ohne jegliche Hilfe die Einführungsrunde absolvieren müssen. Sie hatten beim stehenden Start ihre Kupplung so kommen lassen, dass sie wie eine Traktionskontrolle funktioniert und das ist nicht erlaubt. Die Rennkommissare ahndeten das mit einer nachträglichen Stop-and-Go-Strafe für beide Piloten, was 30 Sekunden für Ray können und 30 Sekunden für Giovinazzi bedeutet. Das heißt, dass die beiden Haas auf P7 und 8 vorrücken, Hamilton auf 9 und Kubica auf die 10. Für den Polen ist es nach 8 Jahren, 8 Monaten und 14 Tagen wieder der erste Punkt. Gleichzeitig ist es aber auch ein neuer Rekord. Noch nie in der Formel 1 Geschichte hat ein Fahrer in so einem langen Zeitraum wieder einen WM-Punkt gesammelt. Der WM-Vorsprung von Hamilton auf Bottas beträgt nun 41 Zähler. Alfa Romeo wird gegen diese Strafe Protest einlegen, dafür haben sie 96 Stunden Zeit, diese anzumelden. Der SF90 hatte zu Beginn der 2019er Saison immer wieder Probleme mit fehlendem Abtrieb, um die Reifen in das Arbeitsfenster zu bekommen. Gerade in langsamen Kurven waren Mercedes und Red Bull schneller als die Scuderia. Wie es aussieht, hat das italienische Traditionsteam ein kleines Upgrade an der Vorderradaufhängung mit nach Hockenheim gebracht, ohne dass die Medien davon etwas bemerkt hatten. Das sorgte dafür, dass der SF90 besonders in den langsamen Kurven, wo sie weniger Abtrieb hatten, nicht allzu viel Zeit verlor und besonders im Qualifying, weil die Reifen nicht im Arbeitsfenster waren, weil sie zu kalt waren. Ich halte euch auf dem Laufenden. Kommen wir zu Mikes Meinung. Was die Strafe für Leclerc angeht, sind viele unterschiedlicher Meinung. Aber die Strafe von Alfa ist sowohl ärgerlich als auch leider gerechtfertigt. Wenn Ferrari das Reifenproblem in den Griff bekommen hat, wäre das sehr erfreulich, sowohl für die Fahrer und das Team als auch für die Fans. Kommen wir zum Community-Kommentar. Linus The Wick One hat folgenden Kommentar unter meinem Ferrari-Konsequenzen-Video geschrieben. Ich glaube, mich werden jetzt einige hassen, aber ich finde, Ferrari sollte nächste Saison aussetzen und danach neu anfangen, weil das Team insgesamt zu vergessen ist. Hä? Also erst einmal, niemand hasst dich. Aber ist für dich heute irgendwie der 1. April oder sowas? Kann gut sein, dass dieser Kommentar ein Scherz ist. Nichts für ungut, aber dein Kommentar ergibt so gar keinen Sinn. Schauen wir mal auf 2016. Nach 11 Rennen hatte Ferrari im Gegensatz zu dieser Saison 37 Punkte weniger. Und 2016 hatte Ferrari keinen einzigen Sieg eingefahren, genauso wie 2019. Aber hat sich Ferrari 2017 zurückgezogen, um besser zu werden? Nein, haben sie nicht. Hat sich McLaren damals mit Honda zurückgezogen oder Williams 2018, um besser zu werden? Nein, auch die sind geblieben. Also warum sollten sie sich zurückziehen? Das Team besteht nicht nur aus 5 Leuten, sondern aus Hunderten bzw. Tausenden von Leuten, die versuchen, das Auto besser und schneller zu machen. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.